Okay, let's get going. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Code Vein. In der letzten Folge haben wir hier hinten einen Shortcut freigeschalten, zu dem wir uns auch jetzt gleich wieder losmachen. Ja, du schluckst schon mal Eis. Au. Ey, müsste ich jetzt schon mal wieder zurücklaufen. Und bei mir brüllt im Hintergrund schon wieder irgendein Hund rum. Oh, und die habe ich das letzte Mal wohl übersehen. Ey. Ah, jetzt haben wir schon mal einen großen Teil der Map wieder aufgedeckt. Ja, Giacomo, lauf mal ein bisschen schneller. So, hier haben wir nochmal Erwecker. So, hier sind jetzt 12 von den Viechern. Aber ich muss sagen, ich würde lieber... Also dies oben die Leiter. Ich würde gerne hier den Kampf noch mal probieren. Jetzt kommt er von da drüben. Ach, dann ist... Au! So, hier kann ich schnell aufheben. Au! Mal eben schnell heilen. Nein, das machst du nicht. Ah, schon tot. Jetzt kommen sie wieder von hier. Au. Jo, Schluck Eis. Au. Belohnung erhalten. Solider Verlustkristall. Nicht schlecht. So, was hast du jetzt zu sagen? You've got some skills. You pulled me out of the jaws of death. I owe you. But we're not in the clear yet. I'm worried about the guards at the gate on the top floor of this tower. It's safe to say Mito will attack them, just like he attacked us. That gate is the only way to get to the provisional government, after all. We can't let Mito get any closer to Silva. Ja, verdichteter Verlustsplitter. Nochmal ein Regenerationseinleiter. Hätten wir das also auch erledigt. Sorry. Moving out.
So, ich überlege gerade, ob ich nicht nochmal zurückgehe. Aber ich heile mich erst nochmal. Au. Und der andere. Ist auch gleich tot. So, durch die Tür komme ich nicht durch. Okay, aber hier ist ein Hebel und eine Kiste. Erst die Kiste. Silbergewand plus 8. Okay, geht definitiv nicht auf Talente. Hat da nur 19 und 16. Also, das ist schon mal nichts, das ich benutzen würde. Was geht denn das überhaupt? Das sind in allen Punkten schlechter, bisschen Gleichgewicht. Stärke. Ja. Ähnlich in der Ritterrüstung, gegen Schlitzen und Durchbohren resistent. Naja. Sieht an sich nicht schlecht aus. Aber wir können es halt nicht benutzen. Ja, öffnet die Tür, wie ich es mir dachte. Hälfte, ja, schön. Mehrere von denen. Ihr da außen kommt erstmal nicht rein. Aber da sitzen noch welche. Das lief schon mal sehr gut. Das lief auch gut. Bisschen Schaden eingesteckt, aber das lief sehr gut, würde ich schätzen. Hier haben wir noch mal einen Erwecker. Da nicht reinlaufen, sonst wird's mies. Hier gibt's nichts zu holen. Und hier hinter könnte sich eine Mistel verbergen. Ja, und dafür brauchen wir den blutigen Schlüssel, damit man nicht einfach an der im Kampf vorbeirennen kann. Wenigen Titan, ja, schön. So, hierfür brauche ich wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Nein. Dann wird es ein Shortcut sein. Ja, dort geht's, denke ich mal, weiter. Keiner hier. Keiner dort. Feuerschutztonikum. Einfach alles kaputt machen. Haha.
Fliegerüberrest. Ich wusste doch, da findet man irgendwas. Du bist höchstwahrscheinlich am Leben. Nee, so blöd verschmiert wie du bist. Aber ich werde jetzt erstmal zurücklaufen. Denn man will ja nicht den richtigen Weg gehen. Weil wenn man den richtigen Weg geht, verpasst man das, was auf dem falschen Weg liegt. Und da das hier drüben der falsche Weg zu sein scheint, wusste ich doch, hier gibt's was. Was nicht? Bist du der einzige Wächter hier für das Ding? Natürlich nicht. Scheiß Affen. Wahrscheinlich irgendwo da oben an der Wand. Mistelwurzel. Was kann das denn? Unbegrenzt anwendbar. Oh. Nein, das möchte ich gerade nicht benutzen. Ich möchte das da unten reinlegen. Weil dann können wir den Zauber hier, Belebung. Kostet 10 Icha, aber ich kehre zur letzten Wurzel zurück. Ohne Dunst zu verlieren. Den kann ich jetzt rausnehmen. Und dafür, keine Ahnung, Blitzsalbe oder sowas reinnehmen. Talent können benutze ich auch nicht. Also. Hatte ich nicht so ein Wiederbelebungstalent? Nein. Anscheinend hätte ich kein Wiederbelebungstalent. Muss auch mal gucken, dass ich mehr mit dem Bajonett arbeite. Weil dann kann ich hier den Zauber mal mit benutzen. Und wir haben halt einen Schuss, den er eigentlich auch verbraucht. Warte mal, hier sieht es so aus, als ob ich hier noch eine Leiter benutzen kann. Hier drüben ist keiner. Ja, aber mehr scheint es hier wirklich nicht zu geben, außer halt die Wurzel. Na gut. Ich überlege auch gerade, ob ich mich hier einfach mal runterfallen lasse. Autsch. Ah, oh, hier geht's gar nicht wirklich weiter. Hier hatten wir den einen. Das eine Item gefunden.
Da habe ich mal ordentlich geblockt. Gehen wir mal zurück. Wir haben über 200, können wir 3 Stufen aufsteigen. Aber wir machen mehr Schaden und werden dann ist nämlich allen besser. Kann ich das hier? Ja, kann ich sogar freischalten, weil dann kann ich mal schauen, ob ich hier Waffenentzugswert. Stattdessen hätte ich lieber hier maximale LP. Oh, das ist ein gutes Stück. Das sollte auf unseren Reisen doch helfen. Der Kampf lief doch schon besser. Schwarzer Säbel. Wo ist denn der? Da. Okay, ist in allen Punkten schlechter, aber auch nur, weil das Ding halt plus 7 hat und so ein Chrom drauf. Dadurch ist das Ding natürlich wesentlich stärker. Da finde ich es halt schade, und ich glaube, das habe ich in einer der älteren Folgen schon mal gesagt. Es wäre schön, wenn man die Basiswerte der Waffe sehen kann. Oder auf die wieder zurückschalten könnte. Weil damit könnte man dann sehen, okay, die Waffe hat jetzt 700 Angriff, ist aber mit 150 gestartet. Und die andere hat jetzt gerade 170, wäre damit im Vergleich zur aktuellen natürlich wesentlich schlechter. Aber ihr Basiswert ist halt 170. Laufe ich hier gerade falsch? Ich glaube ja. Oder? Ja. Hier ist der, dem wir geholfen haben. Ach, hier hätte ich nach innen gemusst. Ich melde bei dir meine Icho auf. Nein, ich möchte nicht zurückreisen. Ich möchte gerne mich regenerieren. Und hier müssen wir jetzt lang.
kommst du als nächstes. Jetzt ging es hier weiter. Hier hatten wir ja das kleine Teil da gefunden. Genau, dann sind wir dort lang und jetzt müssen wir hier lang. Sehr heilen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und hier hatten wir uns entschieden umzudrehen, weil wir hier schon die Ritter gesehen haben. Verformter Schlüssel. Das war Nummer 1. Das wird Nummer 2. Und das wird Nummer 3. Ja gut, dass die Eis nicht sonderlich leiden können. Höre Zigarren. Wir marken so ein Zeug. Doch, verformten Schlüssel benutzen. Icho-Konzentrat. Können wir unseren Icho mal ein bisschen auffüllen dann. Ah, und hier haben wir jetzt ein Aufzug. Und damit kommen wir jetzt hier zu der Leiter. Und dann damit hier ein Shortcut. Irgendwo hin. Wusste ich doch, dass hier irgendwo was rumliegt. Hephaistos B. Und das ist eine Säule. Und hier haben wir wieder eine Karte. Ja, ich hoffe auch, dass dieser Fahrstuhl sicher ist. Sicher genug, dass ich nebenbei einen kleinen Schluck trinken kann. Ne, von hier vorne bin ich hergekommen, genau. Der sieht doch mal so gleich aus, weil man immer runde Türme und gerade Treppen hat. Was ist mit dir falsch? Okay, der hat sich erledigt. Ein Item, was einfach so rumliegt. Na gut.
Normalerweise sind einfach so herumliegende Items immer ein Zeichen für eine Falle. Wie du da drüben, weil du wirst schießen, sobald ich in deine Nähe komme. Au, au. Den zweiten habe ich überhaupt nicht gesehen. Weniger. Und mir geht mein Echo aus. Silberwolfschlüssel. Wir haben neuen verformten. Und du hast höchstwahrscheinlich den Silberwolfschlüssel. Genau. Ist doch immer so, der Einzel so ein einzelner, etwas stärkerer Gegner hat dann immer irgendeinen Schlüssel. War so klar, dass du aufstehst. Muss mir mal ein bisschen Echo zurückholen. Leiter senkt sich herab, Hebel ist gezogen, Affe ist tot. Ja, noch so ein Affen. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, wahrscheinlich finde ich ihn von hier oben. Nicht. Zwei Hände der Verlorenen. Komm, eine Miste hier hinter. Hab so ein Gefühl. Aber ein Fahrstuhl. Geht nach oben. Dann werden wir von oben gleich wieder runterfahren und mal hinter der Säule nachgucken, wo der Fahrstuhl drin ist. Oder wir kriegen die Miste gleich vor uns die Nase gelegt. Oder.
Ich aktiviere versehentlich die Druckplatte auf dem Boden nochmal. Gut, fahren wir halt jetzt nochmal. Und woher ist hier noch irgendwas hinter? Einfach mal schnell nachgucken. Ein Item auf jeden Fall. Und hier kommen wir nochmal Hephaistos A. Sushi-Tacos. Tacos und Sushi. Wer das Meme kennt. Und dann würde ich an der Stelle einfach mal sagen, da wir eine Miste gefunden haben und bei über 30 Minuten sind, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss. Oh nö, das ist gar keine... Ah doch. Man kann sich auch so... Puh. Tschüss.